Punkt unseres heutigen Dossiers möchte ich eine Arbeit stellen des Journalisten Ulrich Heiden. Geboren 1954 in Hamburg. Ab 1974 war er Mitglied in der Organisation Kommunistischer Bund. Dort schrieb er erste Artikel für die Organisationszeitungen Rebell und Arbeiterkampf. Ab 1992 war er freier Korrespondent in Moskau für die Wochenzeitung Der Freitag. Auch schrieb er für Telepolis, Nachdenkseiten, Rubikon, Sächsische Zeitung, Salzburger Nachrichten, Die Presse, Aargauer Zeitung, Südostschweiz, Mittelbayerische Zeitung, Südkurier, Neues Deutschland. Diese Arbeiten sind ihm Stück für Stück verlustig gegangen. Man wirft ihm vor, er unterstützt die Positionen Russlands. Auch die der Volksrepubliken Lugansk und Donetsk. Das Neue Deutschland beispielsweise kündigte ihm wegen Meinungsverschiedenheiten über eine Krim-Reportage. Heiden spricht perfekt Russisch, war Produzent im Moskauer ZDF-Studio, auch Dozent am Freien Russisch-Deutschen Institut für Publizistik an der Lomonossow-Universität, auch Dozent zur Theoriegeschichte der Ökonomie an der Moskauer Universität für Wirtschaft, Statistik und Informatik. Ich arbeite bewusst etwas breiter aus, um die beachtliche Biografie des Journalisten darzustellen. Jetzt lebt er wohl in Moskau, ab und an sah ich ihn auf Russia Today. Mit Marco Benson drehte er einen Dokumentarfilm über das Massaker in Odessa, Lauffeuer. Ich schätze seinen leisen, wenn auch ab und an emotionalen Stil. Unbedingt würde ich ihn als Friedensaktivist bezeichnen. Einen sehr losen Kontakt haben wir auch über Facebook. Dass ihm seine Haltung nach und nach alle journalistischen Aufträge gekostet hat, ist mir bezeichnend. Ich meine, schaut man offizielle Medien, Mainstream-Medien, bekommt man nahezu ungebremst die ukrainische Seite. Dabei muss es ja zwei Seiten geben, vor allem wenn man den internationalen Blick auf den Konflikt lenkt. China, Indien, Lateinamerika, Afrika, der größere Teil der Menschheit steht eben nicht so eindeutig auf der ukrainischen Seite. Ich meine auch, wenn man sich derart eindeutig auf eine Seite stellt, ist man Kriegspartei und sollte dann so ehrlich sein, das auch offen zu erklären. Einfluss auf die Sicht der anderen Seite hat es ja eh nicht. Und wenn wir ehrlich sind, es wurde ja sogar offen erklärt. Because we are fighting a war against Russia. Und nun das Dossier. Heiden sprach mit einem Journalisten aus Saporosche. Er lebt jetzt in Russland. Pavel Volkov. Er schreibt für russische Internetportale. Saß 2017-18 ein Jahr in Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen ihn lautete Angriff auf die territoriale Integrität der Ukraine und Hilfe für Terroristen. Er wurde dann 2018 in Saporosche freigesprochen. Er flüchtete im November 2022 durch die Front auf von Russland kontrolliertes Gebiet. Die einleitenden Worte von Ulrich Heiden. Wir treffen uns heute mit Pavel Volkov. Er kommt aus Saporosche, also im Süden der Ukraine, und lebt jetzt seit einigen Monaten in Moskau. Praktisch als politischer Flüchtling und arbeitet jetzt hier für eine russische Internetseite, die speziell sich mit Ukraine-Themen beschäftigt. Und ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und habe ihn gebeten zu erzählen, was er erlebt hat in Saporosche in den letzten Jahren und wie er die Situation heute einschätzt. Pavel Volkov aus Saporosche. Mir verspricht das spannende Eindrücke, die ich Ihnen weitergeben möchte. Die Radikalisierung der ukrainischen Massenmedien gegenüber den Russen ging so weit, dass man nach dem 24. Februar als Russe nicht mehr auf die Straße und nicht mehr mit den Nachbarn sprechen konnte. Unsere Nachbarn waren russischsprachige Ukrainer. Wir haben viele Jahre lang Wand an Wand gelebt. Zum neuen Jahr sind sie zu uns in die Wohnung gekommen und haben ukrainische Neujahrslieder gesungen. Sie wussten, dass wir Russen sind. Es gab nie Probleme. Als die Spezialoperation begann, sagten sie, wir seien verfluchte Maskali. Das ist ein ukrainisches Schimpfwort für Russen. Und sie kündigten an, sie würden uns bis zum Ende unseres Lebens hassen und erniedrigen. Außerdem forderten sie von uns, dass wir Slava Ukraini rufen. Das ist der Ruf einer bekannten Organisation aus dem Zweiten Weltkrieg, welche an der Seite von Nazi-Deutschland kämpft. Das ist die Stepan Bandera-Organisation, die Organisation ukrainischer Nationalisten. Lesen Sie hierzu, falls noch nicht geschehen, Wikipedia. In beiden Fällen wird klar von Faschismus gesprochen. Auf Wikipedia. Im November 2022 haben wir dann eine Möglichkeit gefunden, über bestimmte nicht offizielle Korridore, die bis heute existieren, nach Russland auszureisen. Das kostete natürlich Geld.
Wir sind nicht über die offizielle Grenze, sondern durch die Front ausgereist, auf Territorium, welches Russland kontrollierte. Über uns flogen Raketen. Militärs fuhren an uns vorbei. In der grauen Zone, also zwischen den Streitkräften Russlands und der Ukraine, war es schrecklich. Wir waren mehrere Stunden in der grauen Zone. Neben uns gab es Schießereien. Wir gingen durch Dörfer, wo kein einziges Haus mehr heil war. Dort gab es weder Elektrizität noch Wasser. Man sah noch ein paar Großmütter, die durch ihre Gärten liefen. Wir wunderten uns, warum diese Frauen noch da waren. Aber offenbar gab es für sie keinen anderen Platz, wo sie hin konnten. Und man sah Hunde, die niemand mehr fütterte. Für einen Zivilisten ist es ein schlimmes Gefühl, wenn über dir Drohnen fliegen und du nicht weißt, wem die gehören. Und du nicht weißt, ob diese Drohnen etwas auf dich fallen lassen. Oder wenn ein gepanzertes Fahrzeug mit aufgepflanztem Maschinengewehr an dir vorbeifährt und du nicht weißt, ob diese Militärs dich durchlassen oder dich für einen feindlichen Diversanten halten. Alles hing am seidenen Faden. Juristisches. Man nimmt die Leute ohne Begründung fest. Nach dem Februar 2022 trat ein neuer Paragraph im Strafgesetzbuch zu Kollaborateuren, Personen, die dem Feind helfen, in Kraft. Bis dahin gab es nur den Straftatbestand Landesverrat. Mit dem Vorwurf Kollaborateur konnte man jetzt Leute bestrafen, die humanitäre Hilfe, die aus Russland kam, verteilt haben. Das Problem war, dass Russland im November 2022 seine Grenze für Flüchtlinge aus der Ukraine noch nicht aufgemacht hatte. In den Tagen nach dem Beginn der Spezialoperation, als die Ukraine noch keinen Ausnahmezustand verhängt hatte, galten in Russland noch die besonderen Einreisebestimmungen wegen Corona. Das heißt, man konnte nicht so einfach nach Russland ausreisen. Heute kann man darüber lachen, aber damals hat dieses Durcheinander sehr vielen Menschen das Leben erschwert. So mussten wir 8 Monate bei verschiedenen Menschen in der Ukraine wohnen. Es gibt 3 Kategorien von Gefangenen. Eine Kategorie sind Politiker, Journalisten und Aktivisten, die zur Opposition gehören. Das müssen nicht unbedingt pro-russisch eingestellte Menschen sein. Das können Antifaschisten und Linke sein. Die 2. Kategorie, das sind Leute, die wegen Unterstützung der russischen Armee in Haft kamen. Man wirft ihnen vor, dass sie angeblich Informationen über ukrainische Truppenbewegung oder für den Raketenbeschuss wichtige Daten weitergegeben haben. Zur 3. Kategorie gehören Personen, die durch Zufall in Haft gerieten. Das sind Leute, die auf Territorium leben, welches von der russischen Armee kontrolliert wurde, von dem die russische Armee aber abzog. Ich meine die Gebiete um Kiew, Charkow und Cherson. Da gab es Leute, die humanitäre Hilfe von Russland angenommen und verteilt oder Aufenthaltsräume für Obdachlose eingerichtet haben. Diese Menschen werden jetzt als Kollaborateure angeklagt. Zur 1. Kategorie gehört zum Beispiel der Journalist Dmitri Skvortsov. Ihm wird vorgeworfen, dass er in einem Beitrag geschrieben hat, dass Russland eine hohe Kultur hat und dass die russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats in der Ukraine verfolgt wird. Ihm drohen 15 Jahre Gefängnis. Zu der 2. Kategorie gehört zum Beispiel Wladimir Markin, ein noch nicht volljähriger junger Bursche aus Bachmut. Man verhaftete ihn 2022, weil er angeblich der russischen Armee Informationen über die ukrainische Armee geliefert hat. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt, aber es gab keine Gerichtsverhandlung. Man kann also nicht sagen, ob er Informationen übergeben hat oder nicht. Man hat ihn überredet, an einem Gefangenenaustausch teilzunehmen. Dafür musste er aber seine Schuld eingestehen. Solche Fälle gibt es viele. Zu der 3. Kategorie gehört Anatoli Meruta. Er wohnt in einem Dorf im Kiewer Gebiet. Man hat ihn zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Als die russischen Truppen in das Dorf kamen, musste man Lebensmittel organisieren und Schutzunterkünfte bauen. Der Bürgermeister war abgereist. Deshalb hat Anatoli Meruta den Alltag der Dorfbewohner organisiert. Als die russische Armee abzog, ist er geblieben. Denn er war sicher, dass er keine Gesetze verletzt hat. Wie Sie genau gehört haben, Linke haben in der Ukraine einen schweren Stand zu den internationalen Organisationen. Die ganze Welt kennt Amnesty International. Können Sie Amnesty International nicht eine Liste von 20 politischen Gefangenen in der Ukraine übergeben? Я вам скажу, что за все вот предыдущие годы Amnesty International на Украине признала только 2 политзаключенных. 2 человека. Это Руслан Кацаба и это Василий Муравицкий. In den vergangenen Jahren hat Amnesty International in der Ukraine nur 2 Personen als politische Gefangene anerkannt. Ruslan Kotsaba
und Wassily Borowitski. Für alle anderen politischen Gefangenen in der Ukraine hat sich Amnesty International nicht interessiert, obwohl man der Organisation mehrmals Listen mit Gefangenen übergeben hat. Das Kommissariat für Menschenrechte der UNO und das Rote Kreuz verhielten sich besser. Warum besser? Sie haben sehr hohe Arbeitsstandards. Sie können zwar nicht viel erreichen, das liegt nicht in ihrer Kompetenz. Diese Organisation lässt man nur deshalb in Gefängnisse, weil sie sich maximal neutral verhalten. Sie können aber feststellen, dass eine bestimmte Person nicht verschwunden ist und dass man sich einer inhaftierten Person gegenüber normal verhält. Diese Organisationen können humanitäre Hilfe übergeben. Sie können mit Häftlingen Interviews führen und diese Interviews in ihren Berichten anonym veröffentlichen. Wie schaut es aus mit oppositionellen Medien in der Ukraine? Die russischen Medien sind im ukrainischen Internet seit langem blockiert. Wer es unbedingt will, findet im Internet aber Wege, zum Beispiel über VPN, die Blockaden zu umgehen. Die oppositionellen ukrainischen Medien wurden schon vor dem Februar 2022 abgestellt. Auch unser Internetportal Ukraina.ru ist in der Ukraine blockiert. Die ukrainischen Massenmedien hatten schon seit 2014 verbreitet, dass Russen die historischen Feinde der Ukraine sind, dass die Russen historisch gesehen Eroberer sind, dass die Russen schon immer die Ukraine erniedrigt und vernichtet haben. Diese Erzählung wurde auf staatlicher Ebene verbreitet. Gab es in den ukrainischen Medien irgendwelche Beweise für diese Behauptungen? Beweise kann man in der tausendjährigen Geschichte so viele finden, wie man will. Man kann behaupten, dass ein russischer Fürst im 12. Jahrhundert Kiew erobert hat, ungeachtet dessen, dass er zu dieser Zeit schon Fürst von Kiew war. Auch in Deutschland wurden während der 1930er Jahre Mythen über bestimmte Nationalitäten erfunden. Die Methode ist also nicht neu. Sehr spannende und uns kaum zugängliche Informationen zu Russen in Saporosche. Wie viele bezeichnen sich dort als solche? Im Osten der Ukraine ist es schwer zu sagen, wer Russe und wer Ukrainer ist. Vom Äußeren gibt es keinen Unterschied zwischen Russen und Ukrainer. Zudem ist die Mehrheit der Menschen im Südosten der Ukraine russischsprachig. Die Menschen sprechen seit mehreren Generationen Russisch. Auf Ukrainisch redeten die Menschen nie. Wie es typisch ist für die Grenzgebiete, gibt es im Südosten der Ukraine spezifische Dialekte, die dem Russischen und dem Ukrainischen ähnlich sind. Die Menschen im Südosten der Ukraine haben eine doppelte Identität. Die Leute haben nicht besonders darüber nachgedacht, wer sie sind. Wir sind Bürger der Ukraine, dann sind wir wahrscheinlich Ukrainer. Aber wir haben in Russland Verwandte und die Hälfte unserer Eltern sind Russen. Vielleicht sind wir Russen, vielleicht sind wir Ukrainer. Doch während der 30 Jahre Unabhängigkeit gab es einen nationalen Diskurs. Es hieß, wenn du Bürger eines Staates bist, dann hast du auch die Nationalität wie die Titularnation. Was ist mit den anderen Nationalitäten in der Ukraine? Bei den anderen Nationalitäten, die es in der Ukraine gibt, etwa den Armeniern, den Juden, den Griechen und den Deutschen, war es anders. Für sie ist klar, dass sie Bürger der Ukraine sind, aber keine ukrainische Nationalität haben. Aber für die russischen Ukrainer war es nicht klar, weil Russen und Ukrainer sich in der Kultur kaum unterscheiden. Insbesondere in dieser Grenzregion, wo viele Nationalitäten leben und sich alles vermischt hat. Aber außer der ukrainischen Staatsbürgerschaft hatten die Menschen im Südosten der Ukraine nichts typisch Ukrainisches. Sie sprechen Russisch. Ihren Kindern haben sie die Märchen von Puschkin vorgelesen. Bei der letzten Volkszählung in der Ukraine im Jahre 2001 bezeichneten sich 25% der Einwohner als Russen. In der Westukraine lag der Anteil der Russen bei nur einigen Prozent. In der Ostukraine lag der Anteil der Russen zwischen 75% und 80%. Wenn man die Umfrage heute machen würde, wären die Zahlen natürlich anders. Aber einige Millionen in der Ukraine werden sich auch heute als Russen bezeichnen. Sicher eine der spannendsten Fragen, wie stehen die Menschen zum Krieg? Soziologische Umfragen während eines Krieges gibt es nicht. Man kann auf diese Frage nur auf Grundlage persönlicher Gespräche antworten. Vor dem Februar 2022 war eine knappe Mehrheit der Ukraine gegen einen Kompromiss. Die Generation der 30- und 40-Jährigen steht jetzt am stärksten hinter dem derzeitigen politischen Kurs der Ukraine. Die Jugendlichen leben mehr nach allgemeinen menschlichen Vorstellungen. Sie interessieren sich für Entwicklung und internationalen Austausch, Musik, Kino und Kultur.
Ein Teil der älteren Generation hat sich schon lange für Russland entschieden. Ein anderer Teil ist für die Ukraine. Die jungen Leute werden nach dem Krieg den Frieden aufbauen. Die Jugendlichen, die jetzt 20 sind, mit denen muss man einen Dialog führen. Du meinst, die jungen Leute haben eine Distanz zum Krieg? Warum? Weil sie noch nicht volljährig sind und man sie nicht an die Front mobilisiert. Als es den Maidan und die Auseinandersetzungen um den Donbass gab, waren sie noch zu jung, um sich zu engagieren. Sie werden sich als Ukrainer und nicht als Russen fühlen. Aber das Wichtigste ist, sie sind bereit zum Frieden und zum Dialog. Verwandte in Russland haben sie fast alle. Ich hoffe, dass unser heutiges Gespräch den Menschen mehr Klarheit bringt, was in der Ukraine passiert. Noch das Schlusswort von Pavel Volkov, dem ich mich prinzipiell anschließe. Ich will niemandem meine Position aufzwingen, aber ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass es auch andere Meinungen gibt und dass das Meinungen von real lebenden Personen sind, die auf etwas hoffen, die von etwas träumen oder etwas im Leben erreichen wollen. Pavel Volkov im Gespräch mit Ulrich Heiden. Eine besondere Arbeit, ein besonderes Dossier. Donnerstag, der 13. Juli 2023. Aus Thüringen die kleine Audiodatei. O Sonneberg, du heilige Stadt, meine Väter, für dich schlägt die Brust. Schlägt das Herz noch so frei. Kleine Schlagerfreunde, was es doch nicht alles gibt. Ein Lied für Sonneberg, gesungen von der Michel. Michel, Deutsch Patriot. Sein Kanal auf YouTube weist 26.100 Abonnenten. Er bezeichnet sich in der Sprache des US-amerikanischen Hegemons als unpolitisch und gegen Extremismus. Der gesungene Schlager hat in der kritischen Bewegung ja erheblichen Wert. Wir hören hier Esteban Cortez mit seinem aktuellen Titel Sommergewitter. Sturm zog übers Land und der Regen schmeckte süß und bitter. Auf den Feldern beugten sich die Ähren nach der Trockenheit. Wenn man nicht mehr atmen kann, wird es Zeit für ein Sommergewitter, das die Luft wieder von Staub Dreck befreien. Interessant. Zum NATO-Gipfel habe ich ja häufig die ARD zitiert, die Tagesschau. Zelensky, der ukrainische Präsident, zeigt sich nun mit dem Ergebnis des Gipfels zufrieden. Hundreds of thank you are not hundreds of thanks. Die Erklärung umfasst 90 Punkte. Detailliert wird beschrieben, wie kritische Orte im Bündnisgebiet durch Abschreckung geschützt und im Ernstfall verteidigt werden sollten. Dafür wird auch definiert, welche militärischen Fähigkeiten notwendig sind. Neben Land-, Luft- und Seestreitkräften sind auch Cyber- und Weltraumfähigkeiten eingeschlossen. In der Gipfelerklärung heißt es, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Eine Einladung sei aber erst möglich, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. An die Adresse des russischen Präsidenten Putin wird signalisiert, er könne nicht darauf hoffen, dass die Alliierten müde werden, der Ukraine Waffen, Munition und Geld zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung werde so lang wie nötig fortgesetzt. Gelabert wird noch vom 2%-Ziel und man spricht von ABBA. Nein, im Ernst, Hoffnung für Schweden. Angesprochen auch China. Die von der Volksrepublik erklärten Ziele und ihre Politik des Zwangs stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte vor Herausforderungen. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Wenn Sie mich fragen, ein riesengroßer Kindergarten, dem man zurufen möchte, bringen wir es endlich hinter uns, dann ist Ruhe. Aber ich bin ja differenziert. Unser Kolumnist Jürgen Eger. Der Marabu erzählt, dass Erdogan sich für den NATO-Eintritt der Ukros einsetze. Er unterschlägt nach dem Krieg. In dieser verbalen Abhängigmachung liegen mehrere denkerische Fallstricke. Denn wenn es nun nach dem Krieg gar keine Ukraine mehr gibt. Auch das Handelsblatt verbreitet sich. Die Bündnispartner konnten sich nicht darauf verständigen, die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten. Vor allem die USA und Deutschland sperrten sich dagegen, eine entsprechende Formulierung in die Abschlusserklärung des Gipfels aufzunehmen. In dem Kommuniqué heißt es lediglich: Wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Präsident Volodymyr Zelensky, der sich dafür einsetzt, dass die Ukraine möglichst schnell in die NATO aufgenommen wird, reagierte scharf. Unentschiedenheit ist Schwäche, schrieb er auf Twitter und merkte außerdem an, für Russland ist das ein Anreiz, seinen Terror fortzusetzen. Damit hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Zugleich steckt die NATO in der Beitrittsfrage in einem unlösbaren Dilemma.
Solange niemand weiß, zu welchen Konditionen der Ukraine-Krieg beendet wird und als was für ein Staat die Ukraine aus diesem Krieg hervorgeht, kann man Kiew kaum guten Gewissens eine feste Beitrittszusage machen, geschweige denn ein Beitrittsdatum nennen. Zugleich würde die Festlegung, dass die Ukraine nach Kriegsende auf jeden Fall in die NATO aufgenommen wird, Russland einen fatalen Anreiz bieten, den Konflikt ewig weiterköcheln zu lassen. Ich meine, in einer Frage, in der es keine guten Alternativen gibt, kann es durchaus klug sein, alles im Wagen zu lassen, so wie es die NATO-Mitglieder in ihrer Abschlusserklärung getan haben, auch wenn es dafür keinen politischen Schönheitspreis gibt. Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf heute mindestens ein Mensch getötet worden. Bezogen auf den Getreidedeal wandte sich UNO-Generalsekretär Guterres an Wladimir Putin. Hier rege ich an zu schauen, wohin das meiste Getreide geht. In die Länder des Westens. Russlands Außenminister Lavrov hat dem Westen vorgeworfen, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu erzeugen. Zitat, die USA und die NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma hat einem Vorschlag zugestimmt, die im Ukraine-Krieg erbeutete NATO-Ausrüstung in der Nähe von Botschaften jener Länder aufzustellen, die die Geräte an Kiew liefern. Wie du mir... So ich dir. Der Ukraine Sicherheitsgarantien seitens der G7 zu geben, sei extrem falsch und sehr gefährlich, so der russische Präsidentensprecher Peskow. Auch er argumentiert mit einem Angriff auf Russlands Sicherheit. Mal was anderes. Vom 30. Juni bis zum 4. Juli 2023 fand in Moskau eine Konferenz statt, eine DDR-Konferenz. Liliane Kielink schrieb ein Nachwort. Sie war einst Sportlerin in der DDR, unterstützt heute humanitär die Menschen im Donbass. Die Konferenz trug den Namen DDR, eine echte Alternative für Deutschland. Experten aus der Deutschen Demokratischen Republik gaben mit Vorträgen aus Kultur, Wirtschaft, Recht und Friedenspolitik Einblick in die Lebensrealität in der DDR. Die Gründung der DDR fand 1949 nach der Gründung der BRD und den gescheiterten Verhandlungen mit den Westalliierten, die sich gegen ein antifaschistisches und neutrales Deutschland stellten, statt. Dabei war die DDR stets seinen Bürgern verpflichtet. So ist sie bis heute der einzige deutsche Staat mit einer durch das Volk legitimierten Verfassung. Aus der Verpflichtung des Staates gegenüber dem Volk ergab sich auch eine Verpflichtung zur Sicherung des Friedens. Die Toten der vergangenen Weltkriege stellten eine Mahnung dar. Das Versprechen an die Menschheit galt, alles zu tun, um einen weiteren potenziell die Welt vernichtenden Krieg zu verhindern. Dieser Aufgabe kam sie über 40 Jahre erfolgreich nach. Tja, dem kann ich nicht widersprechen. Kielink stellt klar, heute über 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs rollen wieder deutsche Panzer gegen Russland. In Berlin können heisere Stimmen wieder zur Verteidigung irgendwelcher Werte aufrufen und erklären, man sei im Krieg mit Russland. Because we are fighting a war against Russia. Nicht mein Krieg, ich möchte mich als zivilisiert bezeichnen. Im Geiste des Nationalkomitees Freies Deutschland soll die neue Organisation eine Plattform zur Erarbeitung von Zukunftskonzepten darstellen. Die DDR ist kein Nostalgieobjekt. Sie war als sozialistischer deutscher Staat eine mögliche sozialistische Alternative zur kapitalistischen Raubtiergesellschaft. Die DDR war von Menschen, vom Volk gestaltet mit all ihren Vorzügen und Schwächen. Durch die Existenz der DDR und ihrer Politik war die Bundesrepublik gezwungen, eine soziale Alternative mit Opfern aus Sicht des Profits, aus der des Kapitalismus zu schaffen. Befassen wir uns mit der Hitze. 35 Grad sind angekündigt. Die Titanic aus Frankfurt am Main thematisiert. Der Grill bleibt heute kalt. Ich möchte meinen Bauchspeck lieber direkt aus dem Gefrierfach lutschen. Das wär's doch. Oder jetzt eine fette Grippe mit so richtig geil Schüttelfrost. Wir mögen uns nicht, aber können Sie mich noch einmal mit Ihren eiskalten Augen geringschätzen, Frau Weidel? Schalten wir nochmal zu den Humoristen vom Handelsblatt. Ford. Ein hochrangiger Ford-Manager ist in den USA unter anderem deshalb verhaftet worden, weil er seiner Frau angedroht haben soll, ihre zwei Hermes-Handtaschen mit einer Fackel in Brand zu setzen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.
Der Wert der Handtaschen habe jeweils über 10.000 Euro betragen. Das Ganze habe sich in einem Vorort von Detroit zugetragen, einer der ärmsten Metropolen der USA. Ich finde, während solche Aktionen als Mittel der Ehekriegsführung natürlich grundsätzlich abzulehnen sind, kommt man doch nicht umhin, der versuchten Handtaschenverbrennung eine gewisse künstlerisch-sozialkritische Qualität zuzubilligen. Stralsund wurde, so der Spiegel, ein Aktivist der letzten Generation beim Protest von einem LKW angefahren. Die AfD liegt laut T-Online in Umfragen weiter zu. Schlapp gemacht, Heide Simonis. Wetter! Wetter! Heute und morgen ruhiges Hochdruckwetter, Sonnabend heiß, dann leichte Abkühlung. Machen Alternative Music.